I hope you'll understand one day. All my life, I was told to strive for perfection. And I didn't strive, I achieved it. I was the most talented musician, the most inspiring muse, the most caring mother, the perfect wife. I never accepted my own weakness as an excuse. And then it caught up to me. Now there is no coming back, the life we had. There's no use. How can they understand it if I don't? I think I just need something that will Vielleicht work. Aber auch Alonso. I need this to end. There is no coming back to the perfection Hips I once auf. Had. No coming back to chaining myself into the roles people want me to play. No coming back to crushing my soul under others' expectations that I think are my own. There will be no coming back here. I'm ugly. I'm disabled. I'm useless. I'm free. Jetzt ist sie einfach gegangen, oder was? Ja. Okay. Ich weiß nicht, was ich jetzt so sagen soll. Schwierig. So kam er mich gerade... Ich gerade positiv darüber ausgelassen. Du kannst mal ganz kurz sagen, Benny, ich lese jetzt hier keinen Zettel. Ich lese jetzt hier keinen Zettel mehr. Ich gucke jetzt hier, was hier los ist. Ja, vielleicht kommen wir jetzt ja durch die eine Link, also hier durch die eine Tür. Ach, du bist aber so ein Keller kiffen. Nee, der ist da vorne. Der gute Zeug ist vorne. Vorne beim Ausgang. Eingang, Ausgang. Wo, okay. wo wir hochgehen könnten. So, warum steht hier Europalette? Ja, die Europalette, die steht immer da. Einwegpalette. Jetzt ist wieder das Messer runtergefallen. I wanted to thank you for this book. Aber wir haben struggling with my vocation. Ich weggenommen. As an artist and, ja, hat man schon mal alles. Genau. Das Einzige, was wir, glaube ich, jetzt noch machen können, ist nochmal, wie gesagt, hier rechts nochmal gucken, bei der blauen Tour. Tour, genau. Genau. So, da kommen wir immer noch nicht raus. Ich dachte, ich hätte jetzt gerade hier einen Stöhnen gehört. Ja. Jetzt ja, war der wirklich ein sehr schönes Intro. So, wir haben gerade nicht so cool auf das Foto unseres Sohns reagiert. Mit Bastardo! Ja, hier war das gute Zeug drin. Ist jetzt offen? Es ist leider schon wieder weg. I bought his favorite wine. I thought it fitted the occasion. Gute Wein. So, was haben wir hier? I think I always loved. Ach, das hatten wir alle schon. Ja, wir können noch mal dahin gehen, wo das eine Bild hängt, bei dem Telefon. Was war das denn jetzt? Was? Hier? Nee, andere hinter dir. Oh. Also in die Tür. Da, genau. Hui! Das war ein schöner Wunderkopf. Weil da hatten wir die einzigen Hinweise zu der Titanic oder Atlantik oder keine Ahnung was. Is this? Oh my god! How? I guess they ended up here after the ship sank. But. Ja, was, but? Ja, wird einfach knallhart zurückgepackt.
Okay. Ich würde einfach zurückpackt. Ich würde einfach zurückpackt. Vielleicht müssen wir jetzt erstmal eine Runde telefonieren. Hallo? You sick fuck! How dare you? How dare you? Hello. It is always good to hear from one of our riders. Bring him back! I'm afraid it's not possible at the moment. Do you know where I'm at, sad man? I'm at your precious lighthouse! Yes, I am aware of that. Don't interrupt me! I'm at the lighthouse, and I know how to hurt your precious queen. I know how to break that pact. So either you bring him back, or I'll show you what I can do with words! I will warn you that it is a fruitless endeavor. I don't give a fuck about your warnings! I will destroy her. I will get him back! I will write my own story! Okay. Ja, jetzt haben wir eigentlich nur noch entweder das Badezimmer nochmal, wo wir noch nicht... Warte mal, da unten den Zettel? Obwohl, den haben wir auch, glaube ich, schon. Congratulations on your comeback! We are delighted that after a decade, you still remember about our hermitage. Make yourself... The management. What the fuck? So, jetzt können wir hier hinten nochmal gucken. Weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was wir als nächstes noch hätten. Also, machen können. Na, wir können, wahrscheinlich setzen wir uns jetzt wieder in die Schreibmaschinen. Ne? What is this? Maybe deep in his heart, he longed for them. For any presence other than his own. Coca-Cola Light! Coca-Cola Normal! Hey, Coca-Cola! Oh, oh! So. Meinst du, wir können uns jetzt nochmal an die Schreibmaschine setzen? Ne, ich wüsste sonst nicht irgendwie, mit was wir jetzt hier noch weiter interagieren sollten irgendwie, weil tatsächlich sehe ich jetzt hier nicht so viel. Es sei denn, jetzt liegt noch ein neues Buch da. Nee, nein. Weil Platz dafür wäre ja quasi. Können wir uns dann an die Schreibmaschine setzen und weiter tippen? Nope. No. Warte mal, ich muss mal eins kurz hier... Zero. Was? Zero? So, Akku hat gerade schlapp gemacht. Akku hat schlapp gemacht. Wir bewegen uns wie aus Zauberhand. Ich wollte mal kurz gucken wegen dem Klo. Lass mich rein! Ist hier noch irgendwas? Hatten wir auch schon. Hä, wie soll's denn jetzt hier weitergehen? Bescheuert? Ich hätte gedacht, dass wir hier irgendwas hätten. Thought you got me? Well, guess what? Okay. I can write without you. I always could. Aber ich bin der Meinung, selbst das hatten wir auch schon mal. Du, dann fass ihn doch mal an. Dreckschwein. Hashtag am 18. Fass nochmal. So, jetzt haben wir ein Bild mitgenommen. Das ist tatsächlich neu. Und, oh, nee, jetzt ist hier. Schön. Okay. Folg doch mal den Ratten. Ich folge mal den Ratten. Und dem Bild. Oh, das Bild ist weg. Was? Wie? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ah, ja, okay. Jetzt können wir wieder schreiben. Let's get this over with! Sei doch mal aggressiv! Ach du Scheiße, jetzt sind wir auf dem Schiff? Jetzt sind wir auf dem Schiff.
Und jetzt möchte ich nicht mehr von irgendeinem Maler, seiner Frau oder seinem Dusseln gehören. Das tut mir wirklich leid. Schön, schön, das gefällt mir. Das ist schon mal ein leichter Tapetenwechsel. Okay. Hier brennt was. Kann man sich bitte darum mal kümmern? Stuart? Hat trotzdem ein bisschen Titanic-Vibes. Naja, ja, wir sind halt auf einem Schiff. Okay. Mhm. Oh Gott, was? Oh, der Kinoraum. Oh, das war ja. Hast du auch gerade Outlast-Vibes vernommen, Benny? Ein bisschen? Warum machst du den jetzt an? Ich mache den Metronom jetzt an. Einfach, weil ich es kann. So, den Charakter formen. Verknüpfe die Erinnerungen, Träume und Ängste. Bereite dich auf die große Rolle vor. So, Akt. Ja. Okay, gut. Geht nicht anders. Bleiben wir dabei. So, müssen wir Dias finden? Wir müssen anscheinend Dias finden. Okay. Und zwar damit meine ich nicht Cameron. Ah, oh, der war... Ein guter Wortwitz. Ja, ich habe so lange gekämpft, um zu beenden, was ich begonnen habe. Ich habe die Hoffnung fast verloren und doch sind wir hier. Ich hoffe, du hast dich gut eingelebt. Bedenke, was wir besprochen haben. Konzentriere dich auf das, was du am besten kannst. Finde deinen Ort, finde deine Motivation. Forme den Charakter. Vertraue mir, es wird sich lohnen. Ich versuche, mit dir in Kontakt zu bleiben. Gute Reise, dein Freund und Agent. Ethan Hunt. Ja, na denn. Auf geht's. Guck mal, ein sauberes Klöschen. Ja, das ist doch mal was Schönes. Du lässt mir erstmal eine Wanne ein. Sogar. Schön, schön. Ja. Gut, wollen wir jetzt. Ne? Wollen wir jetzt hier kein Wasser verschwenden? Oh, brauchst du verschlossen. It's locked. Okay. Vielleicht in unserem Bademantel? Nein. Konntest du links da die Treppe hochgehen? Ja, okay, ich denke, hier werden wir eventuell Bücher platzieren müssen. Oder andere Dinge. Was ist denn jetzt für ein freaky Shit? Oh. Du kannst sogar reinzoomen. Schön. Schön, ja. Schön, schön, schön. Schön, das ist, beruhigt mich. Ist das jetzt unser Zimmer? Also ist das jetzt unsere Suite? Unsere Kabine ist das. Das ist aber eine ganz schön große Kabine, also. Ja, na, wir sind wahrscheinlich halt. Wir sind ein Star, bitte dich. Wir haben es ja wohl verdient. Sehr geehrter Gast, das Zimmer wurde nach Ihren Wünschen eingerichtet. Die Filmrolle wurde kurz vor der Abfahrt geliefert. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Hochachtungsvoll, Icarus Transatlantik. Mhm. Aha, hier kann sich der große Meister fertig machen. Oh Gott, was?
Oh, Filmrolle? Na, lass uns doch mal hier so einen spannenden Streifen auflegen. Why are we here? They asked. Although they already knew. To build the character. To act. That was what they did for all of their lives. They did it for love. Did it because of a burning passion. A flame within them that wanted to be set free. And above all, they did it to run. To forget. To be anyone else, everyone else. To keep the one story that mattered. The one that really happened. Unused and intact. Secret. They couldn't even recall it now. They would, though, walking the corridors of this strange ship and the ship from their past. Remembering their first characters and why they played them. Remembering the borrowed bravery of the pirate crew. Finding out who they were before they learned to put on all the masks. In their time, they played the parts of many men. Observed others and were observed. Wore the characters as if they were second skins. Layers upon layers of people who wore their face. Now, it was time to shed these skins. To meet themselves again. To remember. Oh, aber hier ist gerade richtig. To choose. Ja. Oh, krass. Das, was ihr jetzt hört, ist Hagel. Ja, das meinte ich vorhin zu dir, weil bei mir ist jetzt gerade vorbei. Also jetzt ist es schon wieder ein bisschen besser geworden. Das ist aber fetzig. Das ist schon mal fetzig. Deswegen mache ich jetzt wieder das Fenster auf. So, Benni, kannst du mal kurz mit eigenen Worten wiedergeben, was da gerade gesagt wurde? Hier ist aber Alarm, Alter. Hier ist aber richtig Alarm jetzt hier. So, sollen wir jetzt diese Ankleidepuppe finden irgendwo? Was? ich habe gerade das Fenster aufgemacht und habe gerade gesehen, dass meine Frau jetzt nach Hause kommt. Ja. Sehr geehrter Gast, auf Wunsch des Regisseurs, ich kann das Wort Regisseur nicht aussprechen. Konnte ich noch nie. Regisseur. Konnte ich noch nie, breche ich mir jedes Mal einen ab. Massachusetts, kein Problem. Regisseur ist schwierig. Wurde dieser Bereich des Schiffes für alle Passagiere und Crewmitglieder gesperrt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Icarus Transatlantik. Hört ihr das auch? Hört ihr das über das Mikro? Ganz dezent, Stevie. Das ist krass. Das ist richtig krass. Abgeschlossen. Hier ist verschlossen. Ah, und wie sehen wir aus? Okay. Hast du gut geschlafen? Ja. Den Spiegel! Gib mir den Spiegel! Ist das groß? Ich schwöre, wenn dieser verdammte Filmstar noch eine Nacht damit verbringt, sich hin und her zu wälzen und zu schreien, springe ich über Bord. Wenn du Angst vor dem Meer hast, steige um Himmels Willen nicht auf ein gottverdammtes Schiff. Dem ist nichts hinzuzufügen. Okay. Können wir denn jetzt irgendwo Frühstück einnehmen? Vielleicht ein spätes Dinner? Oh. Ist ein bisschen leise. Was leise? Listen, once you get there, just do what you have to do. Get to the set and build this character for him. That's all that matters. Mist. Also diese Position, diese Figur, dieser Figur, weiß ich nicht. Ja, echt ja, so. Die spreizte Beine, hast du ein Problem damit, Benni? Also ich könnte so nicht sitzen. Wir müssen das Kind, na wieso, ist eigentlich... Würdest du dich so hinhocken? Nee, da würde ich auseinanderbrechen, weil ich halt auch einfach mal so ungelenkt, so gelenkig bin wie so ein Holzscheit. Also ich könnte null.
Ja, könnte ich wohl nicht. Irgendwie. Gibt ja tatsächlich viele Mädels, die so sitzen können. Ich kann dies nicht. Oh, schön. Guck mal. Sieht auch wirklich schön aus. Lass uns noch wherever you are. Ich wollte gerade sagen, lass uns irgendwie an die Front gehen und dann machen wir. Ich bin der König der Welt! Oh. Oh, ja. Hm. Oh. Was? Achso, kann ich abnehmen und dann kann ich Feuer rufen oder was, oder wie? Ja. Fire! In Chase, strike the knob. Okay, und dann kommt wahrscheinlich halt Löschmittel vorne raus. Das ist ja. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ich drücke einfach mal kurz hier, aber schau nochmal hier. Yeah, yeah. I know you've told me a million times how much you hate the sea. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Giggity. Die SS Ulysses. Ah, hier ist leider abgeschlossen. Ey, ich hoffe, wir müssen... Also, ich hab jetzt schon komplett die Übersicht so ein bisschen verloren. Ich wüsste jetzt nicht, wo... hast du nur noch eine Orientierung, Manny? Nee, da ich gerade ein bisschen öfter abgelenkt war, gerade nicht, nee. Nee. Das sind wir am Arsch. Das sind wir jetzt am Arsch. Aber Orientierung ist ja eh unsere große Stärke. Im Labyrinth und so. Oh. Oh. Notbeleuchtung! Genau. Einfach nochmal den Hebel bedienen. Genau. Funktioniert jetzt schon. Zur Not funktioniert es auch einfach völlig hemmungslos. Rummel, tippe irgendwie auf den Tasten nochmal. Einfach nochmal Dollar draufdrücken. All third class passengers this way, please. Did you check the lower decks this time? I swear to God, if we find any stowaways again, you'll never set foot on a ship again. Again. Okay. Sieht aber auch da, finde ich, jetzt ganz gemütlich aus. Ja, sieht auch aufgeräumt aus irgendwie. Ist nicht so ein verbumster Verschlag irgendwie da, wie hier bei den Hendersons da zu Hause. Das stimmt. War jetzt aber ganz schön, ne? Wie auf... schwankt ein bisschen. Hallo? Kabineninspektion! Seid drum abgerissen. Traf den Regisseur. Die beispiellose Entscheidung, seinen nächsten Films an Bord eines Kreuzfahrtschiffes zu drehen, das den Atlantik überquert. Die Details zum Drehbuch werden zwar geheim gehalten, doch unsere verlässlichen Quellen behaupten, dass unlesbarer Name der Star des Projekts sein wird. Möglicherweise eine logische Wahl, wenn man die fabelhafte Karriere und die Vielzahl der hochgelobten Rollen des Filmstars berücksichtigt. Es scheint, als hätte die kürzlich aufgetauchten Gerüchte über die privaten Probleme des Stars den Regisseur nicht abgeschreckt. Das wird mir noch sehr, sehr häufig wahrscheinlich hier das Genick brechen, glaube ich. Regisseur. Den Regiemann. So, kann man uns jetzt hier mal so eine fesche Hose anziehen hier hinten? So eine Jogginghose. Würde ich gut finden. Wir sind doch hier Mutterseelen allein auf diesem Kahn hier, ne? So wie also aktuell, ja. Also wir haben das ganze Schiff geordert anscheinend. Oh, guck mal hier. Haut sich hier der zweite Mart. Ja, nochmal hier in die Koje. Getränke. Von Sicherheitsbüro an leitenden Sicherheitsbeauftragten. Die neuen Abläufe treten ab kommender Woche in Kraft. Die Firma macht Sie persönlich für deren Einhaltung verantwortlich. Bereiten Sie alle Wachen auf ausführliche Anweisungen vor. Wie Sie bestens wissen, gab es in der Vergangenheit bereits Fälle von unerwünschten Personen, die über Bord gegangen sind. Gelangt sind. Sie müssen sicherstellen, dass dies nicht mehr vorkommt. Kurz gesagt, blinde Passagiere werden nicht toleriert. Stop.
So, was haben wir hier unten? Ja, was versteckt? Nein. Oh. Ein Schlüssel. Viel, viel besser. Viel, viel besser. Guter Ventilator. Ja. So, ist diese Tür vielleicht verschlossen? Es ist doch... Ich bin genau das Gleiche. Ich verstehe so, was das ist. Left Control. Zu hocken. Alles klar. Haben wir erfolgreich geschafft. Sind die geil. Aber ist jetzt auch wieder in die Hocke gehst. Ja, hier können wir hocken. In dem vorigen Spiel konnte man nicht hocken. In dem ersten Teil des Spiels konnte man nicht hocken. Oh. That's why you hear all these rumors. Das ist aber ein hübscher Gehstock, Knauf. Disfigured, all that nonsense. Und ich dachte, wir nehmen den mit. Ja, dachte ich auch. Wenn man so pimpmäßig ein bisschen laufen könnte. Was? Ratter hat er gerade noch nie aufgegessen. Okay. Alter, das ist so groß. Es ist sehr groß, Benny. Ja, das fühlt sich nur so an. Tja, da bin ich doch wirklich dankbar für abgeschlossene Türen. Ja, da kommen wir nicht weiter. Das ist ein Gitter vor. So. It's going down, baby. So. Der gute Werkzeugkasten. Nothing. So. Falls man sich mal hier hinsetzen möchte. Schön. Oh, Funkraum. Führt uns das hier Tuschel hier zu irgendeinem Collectible? Weiß ich nicht. Okay, wir können Kopfhörer nehmen. Dann setz doch mal die Kopfhörer auf und mach da mal ein paar Morsezeichen. Das ist bestimmt gut. Ich wollte nichts kaputt machen. So ein Scheiß. Okay. So, Benni, jetzt. Ja. So, was können wir denn funken? SOS geht immer. Okay. Aber passiert nichts. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Hinweis, was wir funken sollen. Warum sieht hier jetzt anders aus? Ja, sie spielen halt erst auf hier. Aber warum denn hier auf dem Schiff? Also warum sieht es denn auf dem Schiff plötzlich wie anders aus? Das muss man doch nicht machen. Oh, jetzt wird's wild. Alles öffnen? Oh Gott. Los, greif das! Ja, du schaffst das! Ach, oh Mann. So, gut, dann stelle ich mir hier jetzt erstmal noch ein bisschen... Schön Hall ein. Ja, so, so ist das. Vor allem so, genau. So ist das schön. Ihr Kleinen. So. Ja, damit ihr doch ein bisschen, wie sagt man denn, so ein bisschen Vergangenheitscharakter bekommt. Eine unerreichte Meisterleistung. Gute Schauspielerei, das ist mir noch zu viel. Gute Schauspielerei kann ein unheimliches Geschäft sein. Es braucht Mut, um das Bewusstsein über das eigene Selbst zu verlieren und eine Figur nicht nur nachzuspielen, sondern sich wirklich in sie zu verwandeln. Nur wenige bringen so viel Mut auf. Und dennoch geschieht es ab und zu. Das kann ich nach meinem Besuch des Königlichen Theaters gestern Abend persönlich bezeugen. Wie die treuesten meiner Leser wissen, werfe ich nicht gerade mit Lob um mich und wirft und bin alles andere als leicht zufriedenzustellen. Egal. Und dennoch muss ich zugeben, dass mich die Hauptfigur dieses Werks sprachlos gemacht hat. Die schauspielerische Leistung von war vollkommen unerschrocken und geradezu überwältig.
Es war, als ob sich die Person auf der Bühne von vor meinen Augen auflöste und einen neuen Charakter ins Leben rief. Seite abgerissen. So, ich glaube, wir müssen wieder viel Text. Vorhin hast du dich beschwert, dass so viel vorgelesen wird. Nee, ich hab mich beschwert, dass es so viel sinnlose Zettel gibt. Nicht, dass man das vorgelesen wird, das ist ein schöner Service. Meinst du, wir finden jetzt hier weniger Zettel? Oh, funktioniert nicht. Oh doch, jetzt. Oh, schön. Ich hab das Problem mit den drei Muscheln noch nicht verstanden. Das ist die Schiffsschraube, ne? Ja. Ja. Okay. Schön. Schöni. Ich habe ihm gesagt, du hast kein Interesse, wie du es dummerweise wolltest. Er lässt dir ausrichten, dass er dachte, dein Geschwisterkind bedeutet dir mehr. Ich sagte ihm, du seist ein Einzelkind, doch er lachte nur.